das. Ich werde das nicht hinterfragen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge ist, das Spiel geht verdammt lang, zweiter Kaffee ist noch nicht leer, The Door in the Basement, wo waren wir denn, das müsste es sein, ne? So. Stimmt, da war ein Tentakel. Kriechen? Da. Ich weiß gar nicht, ob es gerade zu laut ist bei mir. Aha. Sehen, ob wir heute dem Keller entfliehen können. Ich mach mal pauschal einfach einen Tacken leiser. Was ist... Okay. Ich traue euch nicht mehr. Nein. Sind das Puppen? Hallo? Schnell, schnell. Er macht dich besser. Will ich das? Ja. Können Sie kurz warten? Ich möchte einmal hier gucken. Schnell, schnell. Nee, Tentakel, Dornententakel und. Muss das sein? Ich weiß ja nicht. Schnell, schnell. Wie, du verfolgst mich jetzt schnell, schnell. Ich dachte gerade schon. Mich immer noch schnell, schnell verfolgen. Das hast du ja auch cool gemacht, dass man dagegen laufen kann. Okay. Ich dachte gerade, dass da oben wäre ein Hai. Aber nein, okay. Schnell, schnell. Was war das denn nochmal? Da ist irgendwie ein Vieh, was sie füttern, damit es Ruhe gibt. Aber oh, das sieht nach einem Rätsel aus. Yay. Aber je mehr sie es füttern, desto... The handle is missing. Zieh mal das Mikro ein Stückchen zu mir ran. Hier. Irgendwas habe ich hier umgestellt. Mein Kabel ist zu kurz. Das zieht an meinem Monitor. So. The handle is missing. Oh. Ist aber dunkel hier. Ich will da nicht so einen Puppenarm reinstecken. Schon wieder was mit Orientierung. Geradeaus oder links. Entschuldigung. Sag mir nicht, du darfst mich nicht sehen. Bestimmt, oder? Tatsch halt hinter dir her. Ist ein Puppenbein. Verfüttert ihr eure Gliedmaße? Ich war gar nicht hier. Ich war gar nicht hier. Ich will gar nicht wissen, ob du sowas kannst oder nicht. Ich war einfach gar nicht hier. So. Wieso habe ich den Verdacht, dass wenn ich das festhalte, dass währenddessen was passieren kann?
Aber der hat mich ja nicht gesehen. Die im Laufe der Jahre in die Keller geworfen worden sind. Also meine Puppe existiert noch irgendwo. Ich glaube, bei Mama um Dachboden in einer Box, da ist eine Tür. Wollen wir in diese Tür? Ich weiß nicht. Ist das ein Safe Room? Oh, es ist ein Safe Room. Das machen wir doch auf jeden Fall. Ja, so oft wollte ich jetzt nicht. Aber sicher, sicher. Hi. Will ich das? Sah so freundlich aus. Hallo. Wer sind Sie denn? Oh, guten Tag. Der Puppenmacher. Oh, was für ein... Was? Was für exquisite Teile du hast. Wirst dich sehr gut in meiner Kollektion machen. Ich werde auf dich zukommen, sobald ich hier fertig bin. Geh irgendwo hin. Ja, okay, klar. Ich werde warten. Okay. Ich geh nur ein Stück spazieren, bis soweit ist, ne? Oh, ich dachte gerade, ich würde hier nicht durchkommen. Was ist das dunkel? Okay, ich habe nichts gesagt. Hi? Können wir bitte nochmal hell machen? Hallo? Wehe, du tust mir was. Können wir bitte nochmal hell machen? Danke. Ihr tut mir doch bestimmt was. Hallo? Ich gehe einfach, ne? Ich gehe schon mal. Ist ja eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Pixelgrafik, aber ich finde, das ist eigentlich echt gut gemacht. Geht's dir gut? Hat man dein Gesicht verfüttert? Du bleibst sitzen, ne? Du bleibst sitzen. Es war bestimmt nur der am Anfang, der mich verfolgt. Mach dir keinen Mist, ne? Also. Kann ich hier so eine Blume mitnehmen für so ein bisschen Licht unterwegs? Oder hier so eine Fackel mit so einem Puppengesicht? Was ist hier los? Was soll denn das jetzt hier? Ausdauer gehabt? War das so? Oh nee, schon wieder. Geh hier lang, geh da lang. Mhm.
Ach so, das ist die Rückseite davon. Hi, du bist hinter einem Gitter, das tut mir leid, ja. Oh, du hast kein Bein mehr. Alter, was ist denn mit euch? Wie viele seid ihr denn? Du bist noch komplett, ne? Hast du noch Glück gehabt? Hm. Mann, die den Dollmaker. Als das Ding, dieses wie. Hi. So spricht denn keiner mit mir. Ihr habt wirklich keine Augen, ne? Jetzt sehe ich das. Kann ich da durch? Ich würde mich gern irgendwo mal durchbacken. Nein, okay. Okay. Oh, ich dachte gerade. Was mache ich damit? Was habe ich damit getan? Oh, okay. Vergiss es. Gucken können. Weiß nicht. Ja. Geronimo! So habe ich zumindest schon mal einen Zaun zwischen mir und diesem. Es ist halt diesen Dollmaker gebracht, was wahrscheinlich nicht hilft. Okay, ja, natürlich. Ja, immer tiefer in unseren Kohlekeller. Es gibt einen Fallschaden. Ich mache das einfach mal so, wie man es machen wollte. Plupp. Plupp. Was? Während meiner Suche nach Zoe kam ich an vielen, viel Maschinerie vorbei. Es scheint so, als würde es da überhaupt nicht so hingehören. Was für einen Zweck haben die ganzen Maschinen? Wer hat das gebaut? Ich habe versucht, die Leute hier zu fragen, aber keiner wollte mir eine Antwort geben. Sorge dich nicht, haben sie gesagt. Wie viel wissen sie, Markus? Okay, also Markus liegt noch. Ob Zoe auch noch liegt? Die sehen ja auch alle gleich aus, ne? Sehen nicht nach Männlein oder Weiblein aus. Warum kann ich im Kreis laufen? Gerade schon da. Okay.
Ich saß. Ich werde das nicht hinterfragen. Ich dachte echt, da bricht jetzt einer durch. Hier ist doch eine Laterne. Können wir doch mitnehmen. Ich dachte wirklich, hier bricht jetzt einer durch und verfolgt mich. Was kommt noch? Was sind das immer für Geräusche? Okay. Kann ich mich verstecken? Patient Benjamin Taylor. Prescribed is moderate. Ich habe eine kleine Dose von Antidepressivern verschrieben gekriegt. Begann to administer EMDR-Treatment. Und der und Benjamin Taylor hat ein EMDR-Behandlung bekommen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Die Kombination von der Medikation und dieser neuen Behandlung ist eigentlich ganz erfolgreich. Ben scheint jetzt viel ruhiger während unserer Sitzung zu sein. Also während Recounting, ja, als ich glaube, ne, verklagt mich, wenn es verkehrt ist, also nicht, während diese Vorfälle in dem Wald nochmal durchgegangen sind, erlebt er immer noch ein hohes Level an Stress, to a lesser degree than only, aber immer noch ein bisschen weniger als vor ein paar Wochen. Ich werde diese Behandlung fortsetzen für die nächsten paar Wochen und ein Auge auf den Patienten halten, ob sich das weiterhin verbessert. Benjamin, ja? Nichts. Aha. Nee, ich werde nicht nochmal gucken. Kein Radio. Okay. Hier ist eine Tür. Ja, warte, Tür. Noch mehr Türen. Ah. Ist hier auch wirklich keine Tür erschienen. Da liegt doch nichts. Wieso habe ich jetzt einen Ohrwurm von ist das nicht wieder? The Tulips. Das was irgendwie gerne in Serien oder Filme über Irrenanstalten gespielt wird. Kommt hin. It's too dark. Ja, das verstehe ich, ja. Hätte hier was dagegen. Ja. Das ist ein Speicherraum. Ein Speicherraum. Ja. Das ist gut. Wo ist denn? Elisabeth. Frost, Charlotte, Hamilton, Henry, Richard, das ist Markus.
Oh, Mann. Ja. Okay. Kann man hier rein? Nein, also muss es in den hellen Raum gehen. Ich kann ja da die Lampe mitnehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, ich wollte ja doch. Hier rein oder die anderen? Nee, hör auf mit dem Kackgeräuschen jetzt hier. Tust du mir was? Oh Gott, ich wusste, ich habe damit gerechnet, dass er da steht. Ich hab's. Ah, es hat trotzdem durch und durch gezogen. Du tust mir doch bestimmt was, oder? Du stehst doch da nicht nur so rum. Ein Zettel. Lässt du mich in Ruhe diesen Zettel lesen, bitte? Ich kann die An- und ausmachen und das noch. Obwohl, ich hab keinen Akku. Ich habe hier unten komische Leute getroffen. Ja, ich auch. But one of them is for... Aber einer ist teilweise unnerving. Ist er jetzt nervig oder nicht nervig? Never actually met them face. Ich habe sie niemals selbst gesehen. But I've been able to speak to them. Aber ich... Small, great, great, was war great? Er hat Markus, achso, es geht um Markus. Er hat komische Leute hier unten getroffen, aber er hat sie niemals selbst gesehen. Aber er war in der Lage, mit denen zu sprechen, durch ein schmalen Rissloch, irgendwie sowas, der Loch nicht, aber irgendwas in der Wand. Bei an verschiedenen Orten des Licky Arms. Die haben komische slicky Arme. Sie behaupten, sie wüssten Geheimnisse über diesen Ort, aber haben verweigert, ihm irgendetwas zu erzählen. Ach, diese slicky Arms. Ja, okay, den hat man auch, bis man ihn Augen bringt. The ramblings of another insane inhabitant was slicky. Okay. But what if they really do know? Aber was ist, wenn sie wirklich etwas über diesen Ort wissen? I'd never be willing to... Werde ich jemals in der Lage sein, Augen für eine Information zu opfern? Could it help me? Könnte es mir helfen, den Weg rauszufinden? Ja, wir haben ja schon ein Auge geopfert. Ja. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee, ne? Willst du auch einen Schluck? Nicht gut. Du Arschkeks. Willst du hier rein? Willst du mit? Boah. Mir ist aufgefallen im Schnitt, ne? Ich sage neuerdings, na hier ist doch schon länger so, ich weiß nicht, viel zu oft das Wort Alter. Das geht gar nicht. Das sage ich eigentlich nur, wenn ich sauer bin. Zum Beispiel beim Autofahren. Oder aber halt, wenn ich mich erschrecke. So, jetzt habe ich, die ist wieder zu, ja, das ist gut. Da habe ich die Lampe her. Ah, es zieht immer noch im Magen. Nee, ich möchte die ja gar nicht ausmachen. Oder möchte ich sie ausmachen? Nee, ich möchte die nicht ausmachen. Ich fühle mich ganz wohl so mit Licht. Ich habe keine Akkuanzeige, also könnt mich mal. Was war das? Was soll denn das immer?
immer noch schwimmen? Ein Hinweis, ein Hinweis. Jeder hier unten scheint nicht fähig oder unwillig zu sein, darüber zu sprechen, was hier vor sich geht. Nein, ich ignoriere diese Kackgeräusche. Aber zufälligerweise aus Versehen oder so, ein Stück von Informationen habe ich dann doch gekriegt. Als ich einen der Insassen hier nach der Maschinerie gefragt habe und welchen Sinn und Zweck das hat, hat tatsächlich einer reagiert. The pipes siphoning water to the abattoir? Der Siphon hier. Water. Ich weiß nicht, was Abattoir ist. It's the first. Es ist der erste zusammenhängende Satz, den ich hier von denen gehört habe. Ich habe versucht, ein bisschen mehr zu fragen über dieses Abattoir. But they quickly reverted to the usual. Aber dann sind sie ganz schnell wieder zum normalen, brauchst dir keine Sorgen machen, zurückgegangen. Ich brauche mehr Informationen. Warum ist dieses Schlachthaus hier? Also die Rohre, die Pipes, der Siphon von diesen Rohren wässert den Abattoir. Ja, okay, wir werden es noch machen. Na, ha, u, ha, hi, ha, u, kann er, da, da, okay. Oh, hier geht's auch noch rum. Okay, hier ist zu, das kommt. Oh, hier ist eine Tür. Mag ich nicht gerade was? Kann ich dich nach der Maschinerie fragen? Hallo? Geh nicht ins Wasser oder wollt ihr jetzt nächstes hin? Also wenn du mich verfolgst, dann gehe ich ins Wasser. Kannst du mich überhaupt sehen? Das gewesen. Ein Auge. Yeah. Lasst mich in Ruhe. Nee. Soll ich's beschwören? Ich musste schon lange nicht mehr wegrennen. Ha. Ja, einmal durch die Siffe laufen. Hm. Geh mal zu. Soll nicht durchs Wasser gehen. Alter, schreck mich doch nicht so. Was ist das für eine Animation? Aber ich soll doch nicht durchs Wasser gehen. Na. Ist hier auch eine Seite? Ich glaube, von da kam. Da oben kam ich her. Das ist ein Feueralarm? Nein. Was habe ich getan? Habe ich was freigelassen? Was ist denn jetzt hier passiert? Was ist das? Nee, nicht darunter. Bloß nicht darunter. Nur gucken. Ich kann hier gar nicht rein. Ich muss da wieder zurück. Oh, ich habe gesagt, ich wurde lange nicht mehr gejagt. Das ist bestimmt jetzt, dass ich wegrennen muss. Ich sehe nichts.
Ja, ja, nö. Unsichtbar oder was? Nee, das, nee, muss nicht. Nee, 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 nee. Alles gut. Hä? Noch so ein Ding? Jetzt? Ich nicht genau verstehen. Ich frag gar nicht. Ich frage es gar nicht. Ist ja alles gut. Passiert überhaupt nichts. Ich habe doch unwahrscheinliche Heilungskräfte, falls dir was passiert. Das Wasser geht immer höher irgendwie ein Stück, ne? Warum bin ich jetzt hier auch beim Richtigen? Ja, hier kann ich nichts machen. Muss ich? Hä? Ich war im Wasser. Was jetzt? Wasser, ne? Habe ich das jetzt vielleicht hier abgelassen? Ich glaube, hier war nämlich Wasser drin. Echt jetzt? So viele Wege? Hier komme ich nicht rein, oder? Nein, ich springe. Gott sei Dank. Dann gehen wir halt hier rein. Ist bestimmt nicht gruselig drin, das ist einfach nur ein Rohr. Hallo? Meine Folge ist schon voll, aber ich habe bestimmt keinen Speicherort und ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel noch geht. Ich will das gar nicht mehr spielen, weil das gruselig ist. Ui. Was? Das stehen wir nicht so an. Geh mal schnell da. Natürlich ist das keine Speichertür. Was? Wir machen das jetzt so. Ich verabschiede mich jetzt mal einfach so, mittendrin, ohne zu speichern. Und falls das nicht... Hört auf mit den Geräuschen. Falls das nicht mehr allzu lange dauern sollte, dieses Spiel, werde ich es noch dran schneiden. Wenn ihr hier also jetzt ein Ende seht, dann freut euch auf eine weitere komplette Folge zu diesem ganz tollen, überhaupt nicht gruseligen Spiel. Also sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.